Wunderbar! Servus bei Wiesengaudi TV. Ich stehe zwischen zwei absoluten und im wahrsten Sinne des Wortes Wiesengrößen. Und zwar seid ihr? Lukas Spendler. Und der Johannes, der Bruder. Und zu welchem Zelt gehört ihr? Löwenbräu. Zum Löwenbräu-Zelt. Was macht denn das Löwenbräu-Zelt besonders? Das Löwenbräu-Zelt macht vor allem der Löwen besonders. Und die beste Stimmung, das beste Essen, die besten Leute natürlich. Die besten Gäste da oben. Jawohl! Ja, das war schön. Stimmung! Funktioniert also, einwandfrei. Die müssen noch ein bisschen üben bis heute Abend. Aber hey, wieso haben die schon Bier? Ich glaube, ich drehe durch. Kriegst du einen Schluck? Ja, eigentlich schon. War schon her. Kriegst du dann. Danke. Weißt du, was du bist? Also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es schon Wiesenbier ist, aber wir probieren es mal. Ohne. Das ist ja Wahnsinn und das vom Anstich. Das dürfen wir keinem sagen. Vielen Dank. Bitte. Sag mal, Servus, Herr Hagen. Ich muss ja mal schauen, wer sich bei meinen Enkel rumtreibt. Natürlich, die Stefanie Günther, die Tochter von Dieter. Servus, wie geht's? Gut. Sehr gut geht's mir. Selber, ne? Hervorragend, schauen Sie sich mal um, das Wetter ist doch fantastisch. Das geht gerade. Also bis auf das, dass unser Kutschen verreckt, das ist ein herrlicher Tag. Also es gab auch schon hier nicht nur einen Todesfall beim Ochsentoni, es gab hier auch bereits einen Unfall, wie ich gerade erfahre. Es wird dramatisch. Was ist passiert? Ja, ein Rad von der Kutsche, von der Festkutsche, hat sich gefressen. Jetzt gehen wir zu Fuß schottern. Also die Kutsche hat sich selbst gefressen. Das ist doch aber auch ein Unding. Und das ist heute passiert. Die ist blockiert, die steht voll dekoriert am Stachus. Also ich bin sicher, die Enkel haben dann wahrscheinlich ein bisschen... Habt ihr anpackt oder wie war das? Nein, wir haben nicht anpackt. Wir gingen halt. Das macht auch nichts. Sie gingen einfach zu Fuß. Ja, bei dem Wetter auch nicht verkehrt eigentlich, oder? Ja, ich fahre mit dem Ochsen. Aber Sie setzen sich nicht auf den Ochsen drauf? Nein, ich fahre den selber. Sie fahren den sogar selber? Wo haben denn Sie eigentlich den Ochsentoni damals kennengelernt? Damit wir mal so ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund vielleicht auch dazu kriegen. Sag ich nicht. Aber Geheimniskrämerei und jetzt sind wir doch, jetzt kennen wir uns doch auch schon so lang. Jetzt verraten Sie uns doch bitte, woher Sie den Ochsentoni kennen. Ja, vom Festzug her, weil der am Festzug eigentlich schon länger mitgefahren ist. Dann habe ich gesagt, das war doch was für uns, für die schöne große Mutterfass vom Löwenbräu. Und wenn es geht, darf ich den gern selber fahren. Und seit 4 Jahren fahre ich den selber. Da verreckt nichts. Und jetzt sind 2 Wickel im Gespann. Bei einer Ochse. Der drübere heißt auch Wickel. Und jetzt können Sie dann schreiben, 2 Ochsen mit Wickelhaken in Klammern in der Mitte. Das ist eine schöne Bildunterschrift. Ja. Vielen Dank, derweil. Jetzt muss ich aber nur kurz mit den jungen Burschen, wenn ich darf. Das ist nämlich mehr so meine Altersklasse. Wie alt ist Opa? Gescheite Schule oder wie läuft das? Ja, der Lukas ist ja auf Innsbruck. Wir gehen jetzt zum BWL studieren. Also wir kriegen das schon alles. Gibt es dann auch noch Insider-Tipps? Ja, mein, immer am Opa und der Hackenhänger, der kennt so viel Leid. Und wenn wir die kennen, dann haben wir schon einen guten Vorsprung. So, jetzt seid ihr ja noch nicht gar so alt, aber eure Wiesenerfahrung geht zurück bis auf? Ja, also Wieseneinzug ist das 19. Mal jetzt. Das erste Mal, dass wir gehen müssen, wegen der Kutschen halt. Aber man ist halt immer dabei, von Geburt an und jetzt ja, und man lernt halt viel. Habt ihr irgendeine Wiesengeschichte, die sich bei euch so richtig eingebrannt hat? Irgendwas, wo ihr sagt, das war so euer Wiesenhighlight? Ich meine, mit den Ordner ist schon immer lustiger. Weil wir haben einmal einen alten Ordner gehabt und der hat die jungen Ordner zugeschaut, wie er so einen Zuffener bändigen wollten. Und dann hat er so zum Papa gesagt: Ja, schau mal her. Ist hingegangen und hat den Mo zwischen den Eier gepackt und hat zugedrückt. Und dann war er gleich Start und ist freiwillig rausgegangen. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Ich finde das eine charmante Lösung. Ja, und nicht gar so gewalttätig eigentlich. Zwei grundsolide junge Burschen und die Zukunft der Wiesen. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das kleine Gespräch. Ganz viel Spaß. Bis bald.